Wunderschönen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, wie versprochen im letzten Video, schauen wir uns heute mal das Dog Shelter an. Wir stehen hier schon direkt an der Straße, wie ihr hört, es ist extrem laut. Nicht nur wir hier, sondern auch. Chakalaka! Hi! Wie man so aufgabelt hier, weißt du? Kuta ist einfach ein Dorf. Ja, tatsächlich so. Klein, so genial. Wie eine Familie hier immer. Und ihr habt gesagt, ihr kommt regelmäßig. Jede Woche sind wir. Unser Hund ist hier, Pepe. Ah, nicht Peppa, sondern Pepe. Pepe, ja. Der Weiße. Und wir haben ihn von der Straße geholt und aufgepäppelt mit Medikamenten. Und ja, jetzt ist er richtig gut beisammen und den nehmen wir dann mit in unser neues Zuhause. Ja, das ist das Ziel, von der Straße wegzubringen. Okay. Vielleicht nicht nur den, sondern es gibt ja noch genügend andere Hunde. Oh, cool. Wäre toll, ja. Richtig schön. Ja, ich sehe gerade ganz viele Puppies und ich hoffe ja, dass wir gleich die Geschwister von Peppa sehen werden. Ich hoffe, ich erkenne sie noch. Du hast sie ja noch nie gesehen. Ich habe sie nur auf Foto bzw. Video gesehen. Gerade gehört, dass zwei Puppies jetzt gestorben sind, ne? Ah ja. Zwei Puppies generell oder zwei Puppies Geschwister von... Nee, generell zwei Puppies. Okay. Ja, das ist natürlich blöd. Hallo! Schön, dich zu sehen. Schön, seid ihr hier. Hier ist mein Place of Happiness. Ah. Weil... Wenn du hier bist, du bist so gefüllt mit Liebe, egal wie scheiße dein Tag war. Ja, ist mega schön. Voll schön, voll schön. Sie sagt auf, sie will rein da. Ja? Willst du rein? Mila? Ja. Mila hat auch ganz kleine Puppies, die sind erst eine Woche alt. Echt? Ja. Puppies, die eine Woche alt sind. Pedigree, ja, haben wir auch tatsächlich. Genial. So, liebe Leute, ich muss ja sagen, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass uns etwas Grauenvolles hier erwarten würde. Ich muss auch bildertechnisch, weil wir ja das letzte Mal in dem Shelter hier waren und das war wirklich, es tat im Herzen weh, das zu sehen. Also das könnte ein Geschwisterchen von Peppa sein. Welches ist das hier? Der hier, glaube ich auch. Der ist schon ganz schön groß, ist ja größer als Peppa. Nee, der ist wie Peppa. Das könnte der sein, den ich ja beinahe überlegt hatte mitzunehmen. Wenn das ein Junge ist, dann könnte der... Guck mal. Hallo. Oh, guck mal, schön zu sehen, dass ihr alle happy seid. Ha? Hallo. Oh, alle wedeln mit dem Schwanz, voll schön zu sehen. Ja, schlabbert mich ab. Ihr kleinen Bären. Hallo. Ja, das ist ja schon mal eine ganz andere Nummer. Hallo, hey. Hallo. Peppas Bruder. Sabi hat Peppas Bruder gefunden, schauen wir mal. Ey, die sehen aber echt gut genährt aus. Und auch von Fell her. Guck mal, Schatz, ich bin mir ganz sicher, das ist Peppas Bruder. Peppas Bruder? Hast du gerade gepischert? Bist du Peppis Brudi? Hallo, du bist ja auch noch ein ganz kleiner. Oh, Süßbär. Ganz große Ohren, hm? Ich habe gerade schon gesagt, ich finde das so schön zu sehen, dass sie hier alle schwanzwedelnd auf uns zugelaufen kommen. Oh ja, gerne. Gerne. Mila? Ist auch ein kleiner Knabberbär. Kannst du das mal halten? In dem anderen Shelter waren wirklich alle Hunde krass verängstigt. Hey, könnten wir ja richtig gut Peppa mitnehmen, dass sie mit denen spielt. Ist wirklich so. In dem anderen Shelter war es auch so, dass alle so voll mit Zecken waren und so. Man hat wirklich gesehen, dass da nicht wirklich Liebe drin gesteckt hat. Die sind alle super genährt. Keine Hautirritation oder irgendwelche Diseases. Es sieht richtig gut aus. Raubtierfütterung. Ich dachte, hier wird eine Kuh runtergefahren. Ja, irgendwo du musst jetzt. Ja hier in großen Potenzialen denken, oder? Raubtierfütterung, nicht? Das ist Peppas Geschwisterchen. Das ist der Bruder. Ja. Und die sind alle krank. Die haben eine Ohrenentzündung und darum sind zwei schon anstecken. Darum sind die in Quarantäne. Mittelohrenentzündung. Scheint irgendeine ansteckende Krankheit zu haben, deswegen sind sie hier isoliert. Und das scheint dann auch Peppis Family zu sein. Ja, das würde von der Größe auch besser passen. Guck mal, der hier. Und das sind doch genau vier. Was hast du gerade gesagt? Sie
zu und sagt, süß. Guck mal, weißt du, das ist ja so die Geschwister von Peppa und Happy. Ich glaube, 1, 2, 3, 4. Ich glaube, die leben noch. Guck mal, das sind die alle mit dem Geschepperten. Der nicht, der ist zu groß. Und der Schwarze auch nicht. Das sind die 3 Gepunkteten und hier der 4. Tatsächlich nicht so gut drin durchsehen. Aber es ist verrückt. Gravierend der Größenunterschied ist, ne? Zwischen Peppa und den Bären hier. Peppa ist ja schon fast so groß wie er hier. Nein. Echt? Schwarz. Habt ihr denn gemästet? Weißt du, ist ein Weibchen, ist ein Weibchen. So groß ist Peppa, würde ich sagen. Ja. Ja, okay. Hallo, Peppas Geschwisterchen. Ja, die sind schon so weit, dass die in dem Raum, die ihr gerade gesehen habt in dem Take, die einzigen mit Flöhen sind. Alle anderen sind schon mit bereinigtem Fell. Was ist denn hier los? Ich dachte gerade, du würdest hier ein paar Vitamine bekommen, aber das ist ja Plastik. Vitamin P, oder? Oh, wie lieb die hier alle sind. Wow, hallo. Hallo. Hier hinten sind eigentlich nur die Verletzten. Ja. Hallo. Hier ist immer Bombenstimmung. Ich muss ein bisschen meinen Fuß schützen hier. Hey. Die riechen halt das Nassfutter, ne? Deswegen drehen die langsam durch. Die anderen dürfen nicht rein, ne? Nee. War auch rein, oder? Ja, gleich. Lass erstmal die ganze Herde hier wieder raus. Essen. Viel Liebe und viel Essen, ne? Hallo, bist du Peppi? Ja, das ist Peppi. Hallo. Jetzt kann man ihn wieder anfassen. Der hatte eine richtig starke Fellkrankheit, da war alles offen, entzündet, richtig schlimm. Ja, man sieht auch das Fell, was er jetzt hat, ist so ganz kurz noch, ne? Und jetzt hat er sogar schon wieder, guck mal, Haare wachsen, das ist die Haut, das Schwarze, darum Hallo. Ist es schwarz. Aber die haben einen riesen Bereich hier, das ist echt cool. Opa! Das sind die Weibchen drüben. Ah, okay. Und das sind eigentlich die verletzten Hunde hier. Ja. Haben die das alte Shelter einfach übernommen? Der alte Inhaber, Gede, ja. Der war überfordert mit all diesen Hunden hier. Und hat dann einfach alles geöffnet und die Hunde freigelassen. Ja, und dann hat Chorena hat dann das Ganze übernommen und hat gesagt, ja eben, ich brauche ein bisschen Unterstützung vom ITDC. Ja. Und die haben dann ja gesagt, okay, kannst es haben, musst nicht bezahlen dafür und sieht ja jetzt momentan an einem anderen Landstück dran. Ja. Und dann möchte sie eigentlich alles dahin verkaufen. Okay. Das ist eigentlich nur für die verletzten Hunde. Ah, okay, aber wir sind jetzt quasi noch in dem alten Gelände. Ja, das ist. Ich wollte nämlich sagen, das kommt mir so bekannt vor mit diesem Dach. Ja. Wie war ich nämlich letztes Mal auch? Ja, das ist das alte Grundstück. Hast du gegessen? Ja, er hat jetzt gerade einen riesen. Du hast gegessen, sehr gut. Nassfutter bekommen. Hier haben wir gesehen. Riesenportion, ne? Bist du gesättigt? Du nicht, du willst mich noch anschlabbern? Ja, die Kleinen wollen natürlich Liebe hier. Hier, bist du Schlabberbär. Ich denke immer nur, ich sehe, wie Peppa gerade anfängt, die Katzenscheiße zu essen. Ja. Und wenn du dann so eine warme Zunge im Gesicht spürst, denkst du so, wo war die gerade? Das neue Cleaning-Schäle. Ich versuche ihn hier. Was ein Bild. Ihr drei da. Das ist unsere Methode. Immer ein bisschen massieren hier, das beruhigt ihn. Ha, Bebe. Immer ein bisschen Hundemassage. So, Wellness für den Hund. Als ich klein war, haben wir das jeden Tag mit ihm gemacht, weil er so eine krasse Fellkrankheit hatte. Jetzt nur noch so alle 3 Tage oder einmal in der Woche, gell? Wollen wir noch hier hingehen? Ja, kannst du mich auch mal so waschen? Du siehst wirklich so aus, als würdest du dich so heftig wohlfühlen in dieser Position. Ich oder sie? Hey, nein. Schatzi, das kommt dann vielleicht auf YouTube, ja, gell? Ja, du weißt es schon. Vielleicht. Vielleicht. Das ist morgen online. Das ist morgen. Hey. Ja, ganz ohne Radau geht das hier natürlich nicht. Lassen wir euch mal machen, ne? Viel Spaß euch. Vielen Dank, bis dann, ciao. Zu lustig. Ja, Micha. Hey. Stressig hier. Stressig? Ja. Auf jeden Fall viel los. Viele kleine Kämpfe. Davor waren 150 Hunde. 150? Hier auf diesem kleinen Gelände. Jetzt sind es 40. Ja. 150 ist schon krass. Und die waren so krass überfordert, gerade gehört, dass sie einfach nur die Türen aufgemacht haben und dann sind die einfach alle freigelassen worden. Hey. Hallo.
wieder zu Hause bei unserem kleinen Kampfhund. Ne? Mausi, wir haben gerade deine Geschwister gesehen. Zumindest noch. Die übrig geblieben sind. Ja, wir haben ja jetzt im Nachhinein gerade noch im Freshmarkt gewesen. Die Natalia, die ja Peppa und die Geschwister gefunden hat und mich damals kontaktiert hat, beziehungsweise ich ihre Nummer gekriegt habe. Bla. Lange Story. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass 2 Geschwister schon tot sind. Also die Puppies, die gestorben sind in dem Shelter, das waren die Geschwister von Peppa. Und aber so ist es, ne? Ja. Also hier ist, also ich meine, hätten wir... Oder hättest du sie jetzt nicht genommen aus der Gruppierung? Wer weiß, ob sie das überlebt hätte? Wahrscheinlich ja, vor nicht. Allem der eine oder die 2, beziehungsweise sie meinte vielleicht sogar 3. Mhm. Aber der eine auf jeden Fall safe, den ich erkannt habe, das war ja auch der, den ich ja beinahe mitgenommen habe. Du hast ja so viele erkannt vorher. Ja, ich dachte, dass sie... Das ist der Bruder von Pfeffer! Ah nee, das ist der Bruder von Pfeffer! Nee, das ist der Kleine. Nee, aber später dann. Und der ist ja leider gerade isoliert mit ganz vielen anderen... Welpen. Ja. Ich hatte auch mit Natalia gesprochen, das wusste ich auch gar nicht, dass wohl viele Tierheime gar nicht Welpen so kleine aufnehmen, weil deren Immunsystem ja so schlecht ist, dass sie sich ganz schnell infizieren mit irgendwelchen Krankheiten und sich das so schnell verbreitet und dort haben die halt auch noch nicht die Mittel, um die Hunde zu isolieren und wirklich zu trennen. Die haben halt und gefühlt einen extra Raum gehabt, ja. Und natürlich, diese Räume sind nicht wirklich isoliert, sondern es ist einfach nur eine Tür und die Hunde, die beschnuppern sich da quasi durch 1 Zentimeter Plastik. Das ist halt auch nicht sicher. Ne? Aber ja, genau, aus diesem Grund wahrscheinlich sterben da jetzt auch noch so ein paar von den Puppies, weil sie sich gegenseitig anstecken mit was weiß ich für Viren. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, war das Bild sehr positiv. Voll, wir waren ja anfangs so ein bisschen verwirrt, weil das war ja damals der alte Shelter, wo wir ja schon mal waren, aber von anderen Besitzern. Ja. Und total heruntergekommen. Eigentlich sollte über eine größere Donation, die reingekommen ist, ein neues Land gekauft, eingezäunt und quasi einfach grundsätzlich von Grund auf ein neues Shelter errichtet werden. Und dieser Plan wurde jetzt wahrscheinlich umgeworfen. Nee, beziehungsweise Mike meinte, es macht mehr Sinn, jetzt Leute einzustellen, die sich um die Hunde kümmern, korrekt, Essen, medizinische Versorgung, und dieses Shelter stand quasi leer. Ja. Also die wollen jetzt dieses Shelter umbauen. Gerade hinten war ja auch noch sehr viel Fläche, ja, und jetzt das Geld eher da reinstecken, ja, anstatt jetzt was komplett Neues zu bauen, erstmal Geld fürs Land zu investieren. Keine und so Frage. Und so also es macht auf jeden Fall Sinn, aber wir waren anfangs so total verwirrt, weil wir dachten, das ist ein neues Shelter, aber es sind einfach neue Besitzer. Ne? Ja, und es hat jetzt auch eine andere Philosophie. Es soll ja auch mehr ein verletzte Tiere aufnehmen, aufpäppeln und wieder auswildern sein. Genau, die sollen und da nicht vorher, für immer bleiben. Vorher war das ja eher so, yo, die müssen von der Straße runter, Shelter, Endstation. Ja, das war eher so, ja, wir sperren die Tiere ein. Ja. Katastrophe, aber ja, es ist okay. Auf jeden Fall, wir waren sehr positiv überrascht. Am Ende war ich so ein bisschen traurig, wo dann zu der Fütterung, weißt du, da haben die ja aber schon ich glaube auch, das ist normal. Siehst du ja hier schon, die ja drehen auch immer durch bei uns, wenn in der also Küche auch immer das Nassfutter ausgepackt wird. Im Vergleich, wie wären sie jetzt auf der Straße, wo sie wahrscheinlich gar nicht überlebt hätten, ja, ist es natürlich richtig, richtig toll. Und ja, wenn ihr da draußen diese Shelter unterstützen wollt, haben wir unten in der Infobox alle Infos dazu verlinkt. Wir haben auch ein Instagram jetzt ganz neu. Man kann auch bei Patreon, heißt das, Patreon, ne? Ja, quasi ein Abonnement abschließen, wo man dann monatlich einen kleinen Betrag spendet und somit halt die Finanzierung gewährleistet, dass ausreichend Essen da ist, medizinische Versorgung, dass Personal bezahlt wird. Ja. Richtig cool. Machen wir auch. Das Schöne ist ja, wir sind vor Ort, wir können jetzt das öfteren Mal vorbeischauen. Was wir jetzt auch safe machen werden. Beim letzten Mal war einfach das Problem, dass auch nicht die richtigen Leute damit am Start waren. Ja. Jetzt so mit Mike und mit den Leuten, die drumherum sind, die auch viel für Kutalomok Dogs gemacht haben, die sind ja mit Motivation dran. Und nicht und nur mit Motivation, einfach, sondern... Die wollen. Wir haben, letztens gab es auch so einen Adoptionstag, da konnte man Puppies adoptieren und ja, die setzen sich halt, du siehst einfach, das die ist deren Lebentiere. Lebensinhalt. Ja, man hat ja auch gesehen bei Carina, die jetzt das da auch da war, sie ja, meinte so, das ist mein Ort des Glücks, was hat sie gesagt? Ja. Also, ja. Die fühlen das einfach richtig und es ist so schön, solche Leute in der Verantwortung halt zu sehen. Das ist ein wundervolles Fundament und da kann man auf jeden Fall mit supporten und wir nehmen euch da natürlich auch immer mit. Machen wir gleich dein Bad? Ja, sehr gerne. Sieht wieder aus wie ein Wildschwein. Das muss entfernt werden. Gestutzt. Ich muss wieder hübsch gemacht werden. Zwischen den Zähnen. Geil. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, liebe Leute. Wenn ihr alles Weitere nicht verpassen wollt, wie zum Beispiel morgen unser Gast hier eintreffen wird. Ein oder andere vermutet. Ein oder andere, sehr viele haben schon erraten.
Dann verpasst nichts mehr, werden Teil von Team Chibo und sehen wir uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay positive und...